Yes, ein wundervoller guten Morgen, die Teilnehmer. Guck mal, wir filmen mit, wir filmen uns und wir filmen die. Haha, herzlich willkommen aus Wien. Wir sind gerade mit dem Nachtbus angekommen aus München. So, auf jeden Fall, Olli, wie war deine Nacht? Scheiße. Kann man sagen. Aber jetzt haben wir die... Ich kann nicht sagen, ich bin da, wo ich hin wollte. Das stimmt, das hat funktioniert. Nordsee, Douglas, da lang müssen wir, glaube ich mal. Ich habe keinen Schirm, es hat allerdings offen. Es ist jetzt 5.55 Uhr. Die Wiener sind nicht so nass. Ja, Montagmorgen ist ja. Aber die Nordsee bereitet sich vor einen Tag. Leute, wir sind in Wien. Wundervoll, jetzt müssen wir nur noch gucken, wo Katharina und Dominik wohnen. Ich glaube direkt hier. Und dann können wir uns vielleicht noch mal kurz hinlegen. Yes, wir haben es geschafft. Wir sind angekommen. Das ist unser Bett. Wir sehen uns später wieder. Das hat auf jeden Fall richtig gut. Jetzt nochmal schön 4 Stunden Schlaf reinbekommen. Jetzt fühle ich mich fit und ausgeruht. Das Regenwetter ist da. Katharina hat gerade gesagt, gestern waren es hier 25 Grad. Gestern hatten wir in München den ganzen Tag Regen. Da war es hier geil. Jetzt kommen wir hierher. Jetzt regnet es hier den ganzen Tag. Naja. Können wir uns gut auf die Arbeit konzentrieren. Nachher gibt es ein Interview mit Jakob, aber jetzt muss ich erst noch was zum Frühstücken organisieren. Jetzt geht's SD los. SD in dem Stativ. SD in dem Stativ. Die 32er ist ja mein Laptop wegen dem Flop. Hast du den dabei? Ja. Und die andere SD hast du auch dabei, die noch bei dir da rumgeisterte? Nee, hab ich nicht. Hast du, wo hast du die hin? Irgendwo hingelegt? Ja, also ich hab die hingelegt. Ja, toll. SD-Kartenproblem wäre hiermit auch gelöst. Jetzt sind wir wirklich auf dem Weg. Eigentlich sind wir schon in 5 Minuten Jakob verabredet. Mal ein kleines bisschen später, denn jetzt steht das nächste Awesome People Conference Interview auf dem Programm mit Jakob Schweighofer. Sau, sau schön. Er ist nämlich auch der Grund, warum wir jetzt nach Wien gekommen sind. Und ich habe ihn schon ein paar Monate jetzt nicht mehr gesehen. Ich freue mich auf jeden Fall mega drauf. Gerade eine schöne Vorbereitung gemacht. Ich glaube, das wird ein fettes Ding. Was nämlich übrigens das letzte Interview unserer Awesome People Conference Tour ist. Ist dir das bewusst, Olli? Ja. Übermorgen geht's wieder nach Hause. Ist bewusst. Krass. Das war super geil. Aber langsam ist es auch echt wieder schön, daran zu denken, dass wir nach Berlin zurückkommen können. Ja, ich freue mich auch mega auf zu Hause. Aber zu Hause geht natürlich die Tour weiter. Also beziehungsweise nicht wirklich Tour, aber die Interviews gehen natürlich weiter. Wir haben direkt am Donnerstag das nächste, am Freitag das nächste, dann am Sonntag. Am Samstag war auch eins, am Sonntag auch eins. Wir haben, glaube ich, wenn wir zurückkommen, 5 Interviews in 5 Tagen. Also es wird definitiv nicht langweilig. So, jetzt sind wir da, aber der Jakob nicht. Der wollte uns nämlich abholen und wir müssen uns noch feiern. Olli, warum läufst du so langsam? Lauf doch mal schneller! Yes, wir sind gerade jetzt mit dem Interview fertig geworden. Es hat auf jeden Fall mega Bock gemacht. Jakob, nochmal vielen Dank, dass du mitgemacht hast. Ja. Es war mir eine wahre Freude. Und fahren wir jetzt hier? Ja. Okay, cool. Wir gehen jetzt nämlich, wir sind eigentlich schon ein bisschen spät dran, in 10 Minuten beginnt das Meetup. Wir brauchen noch ein paar Minuten. Aber ich freue mich mega. Meetup, Wien, mal gucken, ob wir Köln noch mal einen draufsetzen können. Von wegen zu spät, Alter, voll der Toro. Es ist 2 Minuten vor um 7. Yeah. Wer ist bitte so pünktlich? Da geht's hin. Da! Hast du Hunger, Olli? Ja, sehr. Jetzt gibt's nämlich Pizza. Asiatische Pizza mit Curry. Yeah. Oder so ähnlich. Mal gucken, ob schon jemand da ist. Dankeschön. Hallihallo. Hey, servus. Hi. Wir haben für 30 Personen reserviert. Ja, das ist perfekt. Ja, schon voll viele da. Ah, yes. Hey, servus. Hallo. Hey, ist das die Frau? Hallo. 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 Hallo
Voll viele da! Krass! Oh ja, oh, ich muss mal snapchatten. Snap mal, Olli! Yeah. Oliver Gladitz! Bitte verdauen. Ich weiß nicht, der eine oder andere vielleicht das Video gesehen, was wir von dem Meetup in Köln gedreht haben. Und ich möchte gerne so eine ähnliche Aktion wieder machen. Und zwar, jeder, der Bock hat, kann in unserem heutigen Video eine Sache sagen, die dann im Video landet, wer oder was ihn inspiriert. Und wir schneiden das dann zusammen. Ihr könnt euch so nennen, ihr könnt euren Hund nennen oder was auch immer. Oder irgendeine Quelle oder wie auch immer. Und wir schneiden das dann schön zusammen und jeder ist dann gleich. Heißt, ich schneide es zusammen. Ich schneide das zusammen. Genau, wenn ihr Bock habt, macht vielleicht nicht zum ersten Mal, vielleicht eine halbe Stunde oder sowas. Wer irgendwie frühzeitig los muss, geht am besten zu Olli und dann nehmen wir das auf und. Guten Appetit und viel Spaß weiter. Wir haben heute eine Live-Premiere. Zum ersten Mal wird ein Meetup per Facebook live gestreamt. Yeah! Voll geil. Herzlich willkommen im 21. Jahrhundert. So, jetzt gibt's Pizza. Nice. Und alle sind fleißig am Essen. Schön, wir haben gerade ein Facebook-Livestream-Interview gemacht. Das war cool. Okay, das ist verrückt. Jetzt haben wir. Feststellen, dass die Kamera ja gar nicht an war. Das macht nichts. So, jetzt gibt es nämlich Himbeereis mit Vanilleeis mit Himbeeren. Himbeereis mit Vanille und Ober oder so. Schlagober. Schmeckt gut. Ja. Das ist ja fast, die Leute drüber lustig machen, wie sie wollen. Fast noch ein Tick besser als euer Maroni. Aber nur fast. Das Meetup ist schon vorbei, aber wir haben natürlich heute noch ein Thema. Und zwar, wie ihr ja wisst und wie ich hier immer wieder wiederhole, ist es einfach so wichtig, sich immer wieder Input zu holen, um sich selbst diesen Motivationsakku komplett voll aufzuladen und uns immer wieder mit Dingen und mit Menschen zu umgeben, die uns einfach hochheben, die uns einfach inspirieren, die uns einfach motivieren. Und um mal zu schauen, was so verschiedene Leute eigentlich so motivieren kann, haben wir auf dem Meetup eine kleine Umfrage gemacht und viel Spaß mit den verschiedenen Antworten von all unseren coolen Leuten, die wir dabei hatten. Der Weg zu einer veganen Welt, das motiviert mich bei allem, was ich tue. Und sucht euch das, was euch motiviert und fangt einfach an und startet es durch. Also es gibt vieles, was mir die Kraft gibt und was mich inspiriert. Nicht nur die Ernährung. Die vegane Ernährung ist das Einzige, was mich inspiriert, also was mir Kraft gibt. Ich glaube, dass das ganze Universum um uns und das Göttliche in uns und auch draußen von uns, auch die Natur, das ist die größte Inspiration. Die Sonne, die Luft,
die Energie, zwischenmenschliche Energie, das ist das, was mir Kraft gibt, was mich inspiriert. Hallo, mich inspirieren Menschen, die nur Träume haben und ihre Träume festhalten, die sie verfolgen, egal was kommt, egal wie schwierig das wird und die einfach an sich selbst glauben. Mich inspirieren Menschen, die ein selbstbestimmtes, glückliches Leben führen, die einfach ihr Ding machen, auf das scheißen, was andere Menschen von ihnen denken und ja, einfach ihr Ding durchziehen und das Leben genießen. Mich inspiriert das Leben selbst, jeden Tag aufs Neue, mit allem, was so kommt, Negatives, Positives, das, was ich daraus machen kann, was ich machen darf, Herausforderungen, ja, und die sind zur Genüge da. Mein Ziel ist es in Zukunft, unabhängig von überall aus zu arbeiten und die Freiheit zu genießen. Also meine größte Inspiration ist meine eigene Mutter, weil sie hat nach vielen Jahren Arbeiten als Chemikerin mit 40 den Mut gehabt, ihren Job zu kündigen und sich selbstständig zu machen mit ihrer Leidenschaft als Fotografin und ist seitdem super erfolgreich und glücklich und genau das ist mein Traum, dass ich mit meiner Leidenschaft Geld verdienen kann, also mein Lebensunterhalt. Also meine Inspiration, das kann sehr verschieden sein. Das sind oft Menschen, die etwas Besonderes machen und auch Seiten ansprechen, die ich selber habe. Aber oft auch Filme zum Beispiel, wo ein gewisses Thema gebracht wird oder auch Spielfilme, die mich inspirieren können. Und eine andere Inspirationsquelle ist auch die Natur für mich. Alle möglichen Facetten der Natur, die eben in Erscheinung treten, können mich auch irgendwie berühren und inspirieren. Meine Inspiration in letzter Zeit war definitiv Anthony Robbins, einer der erfolgreichsten Coaches in der Welt. Ich habe bei dem ein Seminar gemacht und für mich war das einfach wahnsinnig inspirierend, weil dieser Mensch Sachen vorlebt, von denen man eigentlich nur träumen kann. Energetisch, finanziell oder in Beziehungen. Wahnsinn, 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 was da alles möglich ist mit der richtigen Einstellung eigentlich nur. Ja. Und das war für mich so ein kleiner Kodak-Moment in meinem Leben und das war momentan extrem inspirierend für mich, wirklich, wirklich inspirierend. Ich habe das Rauchen aufgehört, bin seit 10 Tagen vegan, für mich war das unmöglich vorher, aber jetzt habe ich es geschafft. Ich habe 2 Jahre gebraucht, versucht mit Willpower da irgendwie durchzugehen, hat nicht funktioniert, aber jetzt macht er in einer Woche mit dieser Energie und dieser Präsenz mich dazu so weit gebracht, das zu schaffen und dann auch noch so leicht, ja. Was für mich am Anfang so schwierig war, einfach plötzlich so leicht, wie wenn es jeden Tag ganz normal wäre. Und das war für mich einer der inspirierendsten Momente meines Lebens. Da waren schon ein paar noch davor, aber momentan sehr, sehr stark. Finde ich ganz, ganz gut. Okay, ich könnte jetzt viele Leute oder Dinge aufzählen, aber eigentlich bin ich mir selbst eine Inspiration. Also ich habe immer nur die guten Ideen, einfach so out of nowhere. Also, so wie meine Vorgängerin gesprochen hat, also ich bin selber meine größte Inspiration, weil ich habe durch meine Krankheit auch sehr viele Sachen gelernt und gelesen in letzter Zeit und daher werde ich immer besser, also werde ich für mich immer besser und die anderen bieten mir nur die Vorlage, damit ich besser werden kann. Sie sehen nicht so inspiriert hier aus. Und Kathi. Oh. Was inspiriert dich? Bananen und Datteln. Meine Inspiration ist die U-Bahn-Linie U6 in Wien, weil sie einfach so viele Impressionen aus aller Welt mir liefert und das inspiriert mich einfach jedes Mal, wenn ich einsteige und ich steige aus mit 10.000 neuen Ideen aus aller Welt. So, ja, also ich habe mich genau immer zu essen, was mich inspiriert. Ich lerne von anderen und entwickle mich weiter und ich selber werde größer. Mich inspiriert heutzutage die Freiheit, die wir haben. Die Freiheit zu lernen, von wem wir möchten, und die Freiheit zu teilen, was wir möchten von uns, und die Möglichkeit, unseren Weg zu gehen und dabei andere Leute zu inspirieren. Also, was mich so immer inspiriert, das weiß ich gar nicht genau. Ich glaube, das würde auch ein bisschen den Rahmen hier sprengen. Laber nicht. Shut up. Nein, aber ganz ehrlich, was mich gerade mega inspiriert, ist einfach diese Tour, die wir gerade machen, und dass ich jeden Tag oder fast jeden Tag so viele coole neue Leute kennenlernen und einfach eine Stunde von deren Story höre und so viel dabei lernen kann. Geil. Und was mich inspiriert ist, wenn ich nämlich zurückschaue, also eigentlich inspirieren mich super viele Dinge, aber was mich
immer wieder inspiriert ist. was mich immer wieder inspiriert ist, wenn ich zurückschaue, was ich schon alles für Projekte gestartet habe und dann sehe, wie ich mich im Laufe der Zeit weiterentwickelt habe. Daraus kriege ich so viel Energie, wenn ich zum Beispiel mir jetzt irgendwelche alten Videos von mir angucke oder irgendwelche, wenn ich durch Zufall in irgendwelchen Schränken... Oh, Akku ist gleich leer. Wenn ich das zufällig in irgendwelche alten Tagebücher oder irgendwelche Fotos oder irgendwelche alten Sachen, dann denke ich mir so, Alter, krass, Robert, wie weit du eigentlich schon gekommen bist. Und das inspiriert mich jedes Mal wieder so, so, so krass. Akku ist fast leer und bevor die beiden Deppen hinter mir jetzt nochmal in die Kamera springen, sage ich mal Tschüss. Schreibt mir morgen rein, was inspiriert euch? Schreibt es morgen rein. Wir sehen uns morgen. Tschüss.